Sie haben uns schon warten lassen mit dem Blogpost für Mid-Season 4 Reloaded, der Halbzeit in Modern Warfare 2. Und jetzt ist es soweit, wir haben den Blogpost und es steht leider erschreckend wenig drin über DMZ. Aber das Wenige, was drin steht, könnte absolut entscheidend sein tatsächlich für unser geliebtes DMZ. Dennoch gucken wir uns erstmal alle DMZ, indirekten DMZ-bezogenen Dinge an und gehen dann zum Hauptthema. Da geht es nämlich um PvP und um die Platoons. Ja, zwei Tage vor Mid-Season 4 Reloaded ist es jetzt soweit, dass wir endlich einen Blogpost haben und wir werden am Mittwoch noch mehr Infos bekommen. Da wird es auch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was hier die ganzen Veränderungen angeht und ich hoffe, dass wir da noch mehr DMZ-Informationen kriegen. Aber bis dahin erstmal jetzt, was ist grundsätzlich drin und zwar fangen wir an mit der neuen Shotgun. Jawohl, es geht los. Es soll tatsächlich ein Kontrahent werden zur neuen Broadside. Das ist für uns im DMZ super wichtig, weil die Broadside ja doch dominiert. Gerade in Gebäude 21 sehe ich ja nur noch diese Broadside. Auch auf Ashika und Wondel ist sie sehr, sehr präsent. Und die neue Shotgun soll jetzt eine vollautomatische Shotgun sein. Also keine halbautomatische, sondern Full Auto. Und tatsächlich die Broadside sozusagen nochmal in Schatten stellen, wenn es um den direkten Close Combat geht. Also wirklich den Kampf im direktesten Nahkampf noch näher sozusagen als mit der Broadside, die ja noch bis Midrange noch super stark ist. Also, anstatt die Broadside schwächer zu machen, sieht es eher so aus, als ob sie eine zusätzliche Waffe hinzunehmen, um der Broadside Konkurrenz zu machen. Sehr, sehr interessant. Und wie kriegt man die? Wir kriegen sie natürlich im neuen Battle Pass, beziehungsweise im neuen Battle Pass Feld. Und zwar kriegen wir tatsächlich 5 neue Felder in diesem versteckten Battle Pass Feld. Und diese 5 Felder kriegen wir jetzt aber nicht mit klassischen Mitteln. Das heißt, die Dinger sind nicht so schnell freizuschalten. Trotzdem relativ easy. Und zwar anhand einer Challenge. Das erste Feld in dieser Challenge ist ein Emblem und da müssen wir 10 Operator mit einer Shotgun killen. Und zwar ganz normale Shotgun-Kills, kann man im Multiplayer machen, in DMZ, im Battle Royale, wo immer man noch will. Spielt keine Rolle, Hauptsache es sind Spieler. Dann das zweite Feld, die Calling Card, die kriegen wir mit 10 Hüftfeuer-Shotgun-Kills. Die dritte Sache, das ist die Loading Screen, die kriegen wir mit Headshots, auch mit der Shotgun, also 10 Operator. Müssen mit einem Kopfschuss erledigt werden. Und die vierte Sache ist dann die Doppelwaffen-XP, ein Doppelwaffen-XP-Token für eine Stunde. Und das kriegen wir, indem wir 10 One-Shots machen. Also wirklich einen Schuss, einen Treffer, einen Kill mit einer beliebigen Shotgun. Und dann sind alle 4 Felder freigeschaltet. Und dann kriegen wir das fünfte automatisch. Und das ist dann die neue Shotgun, die heißt MX Guardian. Also sobald alle 4 Challenges, Anführungszeichen, erledigt sind, haben wir die Waffe freigeschaltet. Sollte relativ gut zu machen sein, denke ich. Neben der Battle Pass Challenge gibt es noch eine Camo Challenge, also eine Tarnung. Ganz cool, wir können die Tarnungen auf jede Waffe setzen. Sie gibt es in Grau und Rot und ich muss zugeben, sieht wirklich cool aus. Wir waren gespannt, wie man das vielleicht kombinieren kann hier und da mit einer Blueprint. Diese Blueprints kriegen wir jetzt über die Challenge und das heißt, wie in alten Challenges auch, müssen wir relativ viele Kills machen. Also 50 Headshots mit Assault Rifles, 30 One-Shots mit Shotguns und so weiter. Das ist ziemlich viel abzuarbeiten und in der Vergangenheit war es halt so, dass die Multiplayer-Spieler da großen Vorteil hatten, weil sie da relativ schnell diese Challenge durcharbeiten konnten. Im DMZ war das fast unmöglich, durch die wenigen Spieler-Kills, sage ich mal, wirklich so massig viele Kills hinzukriegen. Jetzt ist es aber so, dass KIs auch zählen. Also eine ganz, ganz tolle Nachricht für uns in DMZ. Das heißt, wir können diese Challenge spielen, indem wir auch KIs in DMZ erledigen. Supergeil. Das heißt, 50 Headshots mit einem Assault Rifle ist in DMZ so easy gemacht. Und damit sollte diese Challenge jetzt erstmalig auch für DMZ-Spieler super leicht zu holen sein. Und ja, ich freue mich schon auf diese beiden Skins. Dann haben wir noch ein Crossover mit The Boys, der schon angekündigt worden, geteasert worden. Und zwar ist es so, dass wir 3 neue Operators kriegen. Ja, ist ganz interessant. Ich habe tatsächlich am Wochenende angefangen, die Serie zu schauen. Schande über mich. Ich kannte sie vorher noch nicht. Und ja, es ist toll, dass ich jetzt auch weiß, worum es hier eigentlich geht bei The Boys. Die Serie ist gut, sage ich jetzt mal, kann ich empfehlen. Auch wenn ich jetzt nicht total aus dem Häuschen bin. Aber es ist eine gute Serie. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ingame dann auch auswirkt, wenn dann die The Boys Operator rumlaufen. Aber jetzt mal was in eigener Sache. Und zwar gibt es noch ein anderes Beispiel. Und zwar das Katzenbundle. Viele Leute werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh mein Gott, was soll das denn? Warum spielen wir jetzt Katzen? Also Katastrophe. Für mich ist super geil. Ich habe noch kein einziges Trollbundle, nenne ich es mal. Also ich habe den Hasen nicht geholt, ich habe die Ratte nicht geholt, ich habe den Wolf nicht geholt. Und jetzt kriege ich die Katzen und ich liebe Katzen. Ihr wisst es. Grüße gehen raus an meine beiden Katzen, Bailey und Milo. Die freuen sich. Die beiden Katzen hier heißen Sergeant pss, 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 und Sergeant Sprinkles. Ja, es ist wirklich so. Die beiden heißen einfach so. Und es sind DMZ-Bundles on top. Es sind DMZ-Bundles. Das heißt, die beiden haben einen Self-Revive mit an Bord und natürlich einen Operator-Slot kriegen wir auch noch dazu. Also, das ist jetzt ein Bundle, was ich mir seit langer Zeit jetzt mal wieder holen werde. Muss ich sagen, zu meiner Schande, verflucht mich dafür, aber bei Katzen, ja, da geht's nicht anders.
So, und das letzte Thema, bevor wir zum Hauptthema kommen, das ist der neue Party-Browser. Und zwar ist es so, dass wir jetzt eine bessere Spielersuche haben. Und zwar können wir hier anwählen, was wir genau in einer Runde machen wollen. Also sind wir missionsorientiert unterwegs, machen wir PvP, was wollen wir eigentlich, wie kommunizieren wir Deutsch, Englisch, Französisch, über Sprache, über Chat, über Pings. Und zwar kriegen wir das jetzt für DMZ. Geil, also erleichtert uns auf jeden Fall gewaltige Spielersuche in Zukunft, der neue Spielerbrowser. So, jetzt kommen wir aber zum Hauptthema. Und zwar ist gar nicht so viel gesagt worden. Es sind zwei kleine Sätze, aber die sind so entscheidend. Und zwar wurde jetzt DMZ angesprochen für Season 4 mit Season. Und zwar wird es geben eine neue Option, um Hilfe anzufordern. Was bedeutet das jetzt? Momentan ist es so, dass wir, wenn wir gestorben sind als Solo-Duo oder Trio, jeweils Hilfe anfordern können. 15 Sekunden haben wir Zeit für die Hilfe und danach kann uns jeder looten, insofern wir nicht gelootet werden, nachdem wir die Hilfe angefordert haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das verändern, ob es leichter wird, ob es schwerer wird, ob wir vielleicht ein Zeitlimit haben, ob es vielleicht sogar Belohnungen gibt für Leute, die Leute aufhelfen. Ein Karma-System ist ja schon lange im Gespräch, das nennt sich dann das Trust-System. Das wurde schon vor ein paar Monaten geleakt, dass das eine Entwicklung ist, dass man da vielleicht gucken kann, wer freundlich ist, wer nicht so freundlich ist und da entsprechend vielleicht irgendwelche Belohnungen kriegt oder irgendwelche Teamzusammensetzungen bekommt. Also das könnte sehr interessant werden, was sie hiermit vorhaben. Eine neue Option, um Hilfe anzufordern. Dann sagen sie, es gibt neue Mechaniken für Platoons. Ja, holy moly, das könnte jetzt auch einiges sein. Aber das Wichtigste ist, dass sie das im Auge haben. Es ist so ein großes Thema. Die Platoons, also Platoons sind immer Operator-Trupps mit mehr als 3 Leuten. Also 4 bis 6 Spieler nennt man Platoons. Und Platoons ist halt so, das ist einfach eine übermächtige Sache. Wenn ich in einem Platoon drin bin, ändert sich für mich das Spiel grundsätzlich. Ich brauche gar nicht mehr hinzugucken. Das mache ich dann nebenbei, weil ich mich natürlich aufs Team auch verlasse. Es wird relativ simpel und ja, sowas kann extrem ausgenutzt werden, um Missionen super easy zu erledigen, aber auch um Spiele natürlich super easy zu erledigen, indem man mit dem 6er-Trupp einfach über die Map rollt. Also es ist ziemlich brutal und mächtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Hilfe für Spieler, die auch wirklich Probleme haben, Missionen zu schaffen oder ihre Spielerkills zu machen, die sie brauchen für dieses und jenes. Und da haben sie natürlich in Platoons Möglichkeit, Dinge zu erledigen, die sie sonst vielleicht nicht erledigen könnten. Also man muss das wirklich von beiden Seiten sehen. Dennoch ist es das Platoons-System momentan sehr unausgeglichen und vielen, vielen Leuten ein Dorn im Auge. Und sie sagen, mit Season 4 kriegen wir neue Mechaniken für diese Platoons. Sehr, sehr, sehr spannend. Am Mittwoch erfahren wir mehr, aber das könnte richtig gut werden. Und der dritte Punkt, den sie ansprechen, ist der PvP. Und zwar geht es darum, dass Spielerjäger, also sozusagen Squads, die speziell in DMZ reingehen, nur um Spieler zu jagen. Das war ja auch ein großes Thema in Season 2 so ein bisschen, aber in Season 3 ist es durch die Decke gegangen, weil da auch die Platoons mehr geworden sind. Und seitdem ist es ein großes Thema, also reine Spielerjäger-Trupps, also Battle Royale-Spieler zum Beispiel, die einfach mal in DMZ die Noobs klatschen wollen, weil wir wissen, in DMZ sind die Spieler nun mal etwas schlechter als zum Beispiel in einem professionellen Battle Royale-Modus, ist ja logisch. Und da ist es einfach so, dass diese Spielerjäger jetzt es nicht mehr so leicht haben sollen in Zukunft. Das heißt, es gibt einen neuen Auftrag in DMZ, das sind neue Jagdaufträge. Und diese neue Jagdaufträge beziehen sich tatsächlich nur auf Spielerjäger. Sehr, sehr interessant, wie sie das umsetzen wollen. Das heißt, Squads, die spezifisch in eine Runde reingehen, nur um Spieler zu jagen, werden selber Ziel von diesen Aufträgen. Ja gut, da ist die Frage, was ist der Unterschied? Die normalen Spieler-Jagdaufträge momentan bringen jetzt gar nichts gegen solche Spielerjäger im Grunde genommen. Aber es sind ja neue Jagdaufträge. Sie scheinen irgendwie anders gebaut worden zu sein. Vielleicht ist es so, dass mehrere Teams dann Jagd machen können auf diese Spielerjäger. Also das ist sehr, sehr spannend und sorgt vielleicht für so ein bisschen einen Ausgleich zwischen diesen eher professionelleren Spielern in diesem Extraction-Loot-Shooter-Modus und den Casual-Spielern, die gleichzeitig versuchen, ihre Mission zu machen und PvP zu machen und so ein Mittelding zu machen. Also wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, was sie hier genau vorhaben, aber sie scheinen balancen zu wollen, was ich extrem gut finde, denn gerade nach dem Vibe in Season 4 ist es so, dass wir das schönste DMZ hatten seit jeher, finde ich, weil es so ausgeglichen war. Wir hatten sehr viel PvP, wir hatten sehr viel PvE. Leute haben ihre Missionen gemacht, Leute haben geholfen, Leute haben kommuniziert, Leute haben sich gejagt, beschimpft. Es war alles dabei. Geschichten wurden geschrieben. Es war einfach ein schöner Mix aus allem. Ich habe es geliebt. Mittlerweile merkt man, dass es wieder ein bisschen kippt, aber ich finde es immer noch relativ ausgeglichen, wobei schon viele, viele Leute sagen, ah, das ist so, die Leute jagen nur noch Spieler und so weiter und so fort. Vielleicht gehen sie dieses Thema jetzt an und ich hoffe, dass sie einen Mittelweg finden, dass sie nicht die PvP-Spieler verjagen, weil das gehört zum Spiel dazu, aber dass sie gleichzeitig diesen Mittelweg finden. Wenn sie das schaffen, Hut ab, also da bin ich auch extrem gespannt, was dabei rumkommt.
So, ihr merkt schon, es ist sehr, sehr wenig an Infos. Das heißt, wir werden erstmal abwarten, was am Mittwoch bei rumkommt. Wir werden wahrscheinlich am Donnerstag schon direkt live sein. 11 Uhr morgens geht's wieder los. Ich freue mich sehr. So ein Special-Stream sozusagen zur Mid-Season 4 Reload. Ich freue mich richtig. Weil das zwei wichtige oder drei wichtige Punkte sind, die mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und wer weiß, mit das Glück haben wir das Katzenbundle schon. Okay, vergiss das Ganze. Leute, ich verabschiede mich. Neue Infos am Mittwoch. Bis dahin sage ich hasta luego. Und hasta la vista.